Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Satter's Factory. Ja, in der letzten Folge habe ich hier meine schöne große Turbomotorfabrik fertiggestellt und in dieser Folge werde ich die erweitern. Jetzt kommt der Speicherfreeze. Nee, ich habe schon wieder eine gute halbe Stunde hier verbracht, um noch ein paar Deko-Sachen aufzubauen, ein paar Feinheiten noch zu erledigen. Ein paar von diesen schwarzen Streifen, was man bei den Gebäuden sieht, von diesen Trägern, die waren nicht schwarz, sondern die waren weiß. Und die habe ich jetzt in der letzten halben Stunde noch schnell weiß, schwarz gemacht. Entschuldigung. Die waren nicht schwarz, sondern weiß, genau sowas richtig. Und genau, noch ein paar Feinheiten, wie gesagt. Stromleitung nochmal ein bisschen umgesetzt. Hat mir doch nicht so gefallen, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe. Und wenn der Speicherfreeze jetzt gleich vorbei ist, normalerweise geht es immer relativ schnell, kann ich euch zeigen, was ich jetzt in dieser Folge machen werde. Und zwar geht es in dieser Folge um die... Richtig, Bahnstation, Autosave abgeschlossen, genau. Geht es in dieser Folge um die Bahnstationen, die eben gebraucht werden, damit die Züge auch Ware abholen können. Denn hier, diese Bahnstationen sind alle hier, oder fast alle hier, nur dazu da, dass der Zug hier reinfährt und Ware abliefert. Das heißt zum Beispiel, der Zug, der ist dafür zuständig, hier Stickstoffgas hier herzuliefern. Und ja, die andere Bahnstation, wo der Zug das Gas eben abholt, die hat nur zwei Frachtterminals oder zwei Flüssigkeitterminals und nicht vier. Diese muss ich ja erweitern logischerweise und das mache ich jetzt gleich zum Anfang dieser Folge und da springe ich jetzt einfach mal ganz schnell hin. Und schon sind wir hier angekommen, wie man hier sieht, der Quellenextraktor, Quellenkompressor, Entschuldigung, Quellenkompressor und hier ist der Quellenextraktor. Genau, arbeiten hier für die Atommüllverwertungsanlage, wie auch immer. Hier Abgabe AKWM. 86,4 Einheiten strömen hier durch und das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich brauche ein bisschen mehr, beziehungsweise ich brauche mehr Bahnstationen. Deswegen kommt hier der Zaun weg. Der kommt weg, weg, weg. Genau. Hoppla. Jetzt habe ich Küsten liegen gelassen. Das kannst du mal hier erweitern. Platz ist hier ja, wie man sieht, genügend. Drüben auch nochmal eine Reihe. Wunderbar. Ich kann mitnehmen. Nein, warum nicht? Achso, das ist das vom Zaun. Ich kann hier so anstöpseln. So, jetzt aber. Irgendwie muss ich das Zeug hier wieder mitnehmen. Kann ich nicht hier so stehen lassen. Hoppla. Bin schon mit vollem Inventar gekommen, deswegen habe ich das, habe das Problem jetzt hier. Genau. Kurz auf die Map schauen, ob der Zug gerade unterwegs ist. Ja, da ist er. Ah, schnell. Dann tun wir das mal abreißen. Abreißen, abreißen. Dann einmal, zweimal. Dann ein Gleis von dort nach dort. Hier wieder das Zeug. Ah nee. Ach komm. Habe ich jetzt alles? Ich hoffe schon. Sieht ein bisschen komisch aus, dass das Gleis hier nicht komplett anschließt. Seht ihr? Ich glaube, da hinten habe ich jetzt auch eine Kiste. Ja, da ist eine Kiste. Nee. Warum? Niemand will diese Kisten. Jetzt habe ich hier wieder so einen Spalt. Ach komm. Warum? Ist doch nicht so schwer, oder? Spiel. So, da brauchen wir das Signal. Haben wir zack hier. Wenn wir da ein Signal haben, haben wir es auch gelöst. Sehr schön.
ein bisschen Farbe, blau, blau, genauso Standard. Wird hier geladen. Hier wird geladen. Kurz auf die Map schauen. Hä? Welche Linie ist das? Linie 20. Da war ich gerade mit Zug unterwegs, oder? Täusche mich jetzt. 20. Hm? Kiste? Oh. Nein, es sind noch Kisten. Ja, okay, ich würde mal sagen, ich entferne mal schnell diese Kisten und werde dann gleich mal. Ah, hier ist die Kiste. Nee. Kiste? Warum sind denn jetzt hier Kisten? Ihr habt doch hier nichts abgerissen, oder? Komisch. Ja, egal, egal. Ich baue das hier mal schnell um. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es quasi von zwei Zügen genutzt werden kann. So, hi Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt hier ein bisschen was umgebaut, aufgebaut, verbessert, wie auch immer. Und das Ganze sieht nun so aus. Also ich habe jetzt hier wirklich alle Quellenextraktoren aufgestellt, was geht. Hier dieser eine geht hier zu diesem Flüssigkeitsspeicher oder Gasspeicher, wie auch immer. Und geht nach hier oben. Das sind quasi die zwei Bahnstationen für die Zuglinie Sekunde 20, genau. Und die unteren oder die anderen zwei Pipelines gehen auch wieder hier zu Flüssigkeitsspeicher, Hashtag Gasspeicher. Und die teilen sich dann auf alle vier Bahnstationen auf. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn der Zug jetzt hier ankommt, der wieder zwei Waggons hat, Linie 20, dass dieser sein Gas bekommt. Und die anderen sind ja sowieso voll, die hintersten zwei, die kann er nicht abholen, weil er nicht genügend Waggons dabei hat. Und wenn dann der andere Zug noch dazu kommt, dann halt hier mal sowas anderes machen, oder? Sekunde, kurz überlegen. Das Signal. Na egal, Signal lassen wir einfach mal. Passt dann so. Genau. Dann wird der andere Zug, hoppla hoppla hoppla, nicht runterfallen. Der Zug kommt, dann werden derzeit, wo der eine Zug wegfährt, weil das Signal, das nächste Signal ist erst, Sekunde, Transport, Blocksignal. Gott, wo ist das nächste Signal? Hä? Sekunde. Muss ich kurz mal schauen. Ist es das Signal hier? Ich denke schon, oder? Das müsste dann das eigentliche Signal sein. Okay, das ist also von hier, von diesem Signal bis, wow, bis hierher ist der Signalbereich. Das ist sehr, sehr gut. Weil wenn hier der zweite Zug ansteht, muss ich erst warten, bis der eine Zug, der hier drin steht, oder hier drin war, komplett aus diesem Signalbereich raus ist, und in der Zeit ist ja der Flüssigkeitsspeicher bzw. die Plattform für Flüssigkeiten wieder gefüllt. Das passt ja sehr, sehr gut. Genau. Hier wird auf jeden Fall noch mehr passieren, viel mehr. Also noch eine weitere Bahnstation werde ich hierher bauen müssen. Wahrscheinlich hierher, schätze ich mal, so ein bisschen über die Quellenextraktoren drüber, weil. Also ich hab's hier, halt hier, hoppla, Aufgabe Turbomotorfabrik, 576 Einheiten und 86,4, halt 576 plus, Entschuldigung, 576 plus 86,4 ist gleich 662 Einheiten. Und wenn ich hier diesen Quellenkompressor einfach mal so ein bisschen übertakte, habe ich das Zeug da. 1, 2, 3. Kommen wir auf 1600 Einheiten. 1650. Also fast das Dreifache von dem, was er jetzt eigentlich fördert. Und das ist schon heftig. Genau. Und
Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall noch Guthaben. Also wirklich viel Guthaben. Genau. Und wenn ich jetzt hier diese Fundamente weiter so rüberführe, kurz mal schauen auf der Höhe. Ah, ist ein bisschen knapp. Ich würde sagen, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Das heißt, ich werde dann irgendwann mal hier eine Weiche einbauen müssen. Da geht es hier so rüber, ein bisschen nach oben. Dann ist hier die Bahnstation oder die weitere nächste Bahnstation. Weil ich würde hier schon gerne diesen Quellenkompressor komplett erschöpfen. Also wirklich alles verbrauchen, was der jetzt liefert. Weil es macht keinen Sinn, jetzt alle Quellenkompressoren, die es hier auf der Map gibt, alle gleichzeitig anzuzapfen. Das, wie gesagt, das macht keinen Sinn. Andererseits, ich könnte auch das umbauen. Kurz überlegen. Ich könnte gleich komplett übertakten. Ah, jetzt ist der Zug da. Was ist ein Zufall? Genau, sind wir hier. Zwei Waggons hat der. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut. Werde ich hier vielleicht. Dann werde ich es noch ein bisschen umbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise, wenn ich es nicht umbaue oder es nicht erfolgreich ist, dann sehen wir uns bei der nächsten Bahnstation wieder. Nun, ich habe das Ganze jetzt nochmal umgebaut und zwar so. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier den Quellenextraktor, Kompressor, Entschuldigung, komplett übertaktet auf 1650 Einheiten pro Minute. Dann habe ich hier zwei Pipelines. Einmal hier diese Pipeline. Das sind 75 Einheiten. Die gehen in den Flüssigkeitsspeicher und dann auch hier oben. Das ist die Menge, was für AKWM gebraucht wird. Beziehungsweise der Rest kommt von einer anderen Pipeline. Genau. Dann habe ich hier 3 Quellenextraktoren, die fördern exakt 600 Einheiten. Das ist aber für die Turbomotorproduktion ein bisschen zu viel. Deswegen wird der Rest dann für AKWM verwendet. Genau. Sehen wir hier. Es kommt alles von einer Pipeline, teilt sich dann auf 2 Silos auf, beziehungsweise auf 4 Bahnstationen. Und weil das immer noch zu viel ist, gehen dann letztendlich hier 12 Einheiten hier rüber und genau, hier habe ich den Rest alles, die restliche Menge zusammengeführt. Einmal sind es ja 600 Einheiten über diese Pipeline und einmal 387 Einheiten über diese. Da sind die 12 von da drüben schon dabei. Genau, und wenn ich jetzt wieder irgendwas habe, wo ich Stickstoffgas brauche, 600 Einheiten, 387 oder andere Werte, dann brauche ich bloß hier anzapfen und habe dementsprechend die Menge, die ich brauche. Easy. Genau, beziehungsweise ich muss hier einfach eine neue Bahnstation richten, weil 3 Züge auf eine Bahnstation, das wird gleich ein bisschen zu viel. Was ist hier los? Hä? Ist eine Emotion hängen geblieben, oder wie? Hallo? Anscheinend ist er hängen geblieben. Okay. Ja, wird es dann schon wieder zurücksetzen, wenn der Zug kommt. Kurz mal schauen. 26, nein. Ich brauche Linie 20. Gott, wo ist denn der? Ist das? Nee, auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht. Da, nee, das ist er. Da ist er. Da. Genau. Ja, das ist gleich bei seiner Bahnstation. Genau, genau. Sehr schön. Sehr schön. Hier im Untergrund höre ich immer irgendwie komische Geräusche.
Ja. Ich höre irgendwas. Sekunde, Sekunde. Hört ihr das auch? Ist es der Quellenkompressor oder? Oder ist da irgendwas unten, ne? Kann ich nicht sagen. Kann ich leider nicht sagen, ne? Ob es irgendwo noch eine unterirdische Höhle gibt oder irgendwas. Ich kann es nicht sagen, echt. Tut mir leid. Aber ich kann es mir fast schon vorstellen, weil hier in der Gegend muss es noch eine Höhle geben. Die ist auch bekannt, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ne? ja. Ja gut, dann würde man sagen, war es das für diese Bahnstation? Ja, sehen wir uns bei der nächsten Bahnstation gleich wieder. Hi Leute, ja, jetzt habe ich hier bei meiner Atomkraftteilefabrik, wo eben die ganzen Sachen für die Atomkraftwerke gecraftet werden, noch ein Eisenerzlager gefunden. Wenn wir kurz mal scannen. Eisenerz. Wo ist es? Egal, auf jeden Fall hier vorne. Hier. Ist auch noch ein Eisenerzlager. Und das ist eben. Genau, das ist eh schon komplett erschöpft. Das ist noch nicht erschöpft. Das ist normal. Das könnte ich auch anstöpseln, weil sie direkt hier daneben wäre, neben meiner Bahnstation. Oder ich nehme das da vorne, was noch genügend Kapazität hätte. Und ich werde das nehmen, was hier vorne ist. Auch wenn es ein langer Weg ist, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und habe gedacht, Mensch, hier vorne extra nochmal eine Bahnstation hinbauen. Könnte ich machen, aber was anders. Hier diese Bahnstation von der Zuglinie 6 hat hier die ersten Waggons oder die ersten Frachtterminals noch frei. Das könnte ich ja verwenden, ne? Indem ich hier einfach meinen Zug dann her schicke, der hier Eisenerz abholt. Genau. Muss ja bloß im Zug der Linie 6 sagen. Fahrplan, Linie 6, Fahrplan bearbeiten, AKW-Teile, genau, hier entladen, einmal Kühlkörper und Highspeed-Anschlüsse. Genau, dafür nimmt er nichts mit. Speichern. Genau, hoppla, ist eh schon da, sehr gut. Ich weiß es nicht, was er hier vorne drin hat. Was hat der Zug hier vorne drin? Hä? Ah, hier ist was anderes wie hier. Okay, das könnte eine KI-Begrenzer sein. Ja, genau, KI-Begrenzer. Und das ist Aluminiumplatten. Hier Kühlkörper und hier Highspeed-Anschlüsse. Genau. Er lädt nämlich nur diese zwei Sachen dann hier ab. Und hier diese zwei kommen weg. Hui, ohne Kisten, oder? Wir Kisten irgendwas liegen gelassen? Nein, keine Kisten. Kommen hier zwei Frachtterminals mit hin. Einmal, zweimal. Genau, die werden auch schön blau. Blau, blau. Hier wird dann Load, genau. Also B laden. Und hier wird auch B laden. Dabei noch die Nummer von meinem Zug, der hier anhält oder anhalten muss, sollte, wie auch immer. Und dieser Zug Linie 32. Das mal ein Kontrast. Linie 6 zu Linie 32. Okay. halt, brauche kein Leerzeichen. Hat sogar Platz. Sehr schön. Linie 6 und Linie 32 teilen sich diese Bahnstation. Genial. Genau, dann muss ich bloß den Zug der Linie 32 sagen. Den gibt es ja auch schon, ist der da. Also dann hierher fährt.
Sekunde, bin jetzt. Da, genau. Und dann speichern, halt, bearbeiten. Und er lädt hier. Nee. Nee, es macht ja gar keinen Sinn. Der kann ja hier nur Eisenerz laden. Der kann ja hier nur Eisenerz laden. Ganz einfach, weil der Zug hat bloß zwei Waggons. Und hier die ersten zwei sind halt Eisenerz. Oder werden Eisenerz dann sein. Genau, muss ich bloß schauen, wie ich das jetzt hier anschließe. An das Eisenerzlager da hinten. Natürlich hier, das würde auch gehen. Das wäre, glaube ich, ein normales Eisenerzlager, oder? Ja, normal, tatsächlich. Hoppla, der ist auch in, da. Genau, dann werde ich das Ganze mal schon hier anschließen. Das Eisenerz hier reinströmt in die Bahnstation. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich versuche es jetzt einfach nochmal die Aufnahme zu starten, denn es ist fast unmöglich, ohne dass irgendwie ein Zug vorbeifährt und Krach macht. Aber momentan geht's ja einigermaßen. Okay, da ist wieder ein Zug. Hier ist der Zug der Linie 3, der eben kein Eisenerz mitnimmt. Genau. Das bisschen Zeug da gelassen, sehr schön. Und er fährt. Kommt schon der nächste Zug. Hey, Wahnsinn. Ja, egal. Also, ich habe hier einen Splitter aufgestellt. Im Untergrund sieht das Ganze nun so aus. Da ist ein Pufferlager, wo vom Miner da hinten aus 116 Einheiten Eisenerz hier ins Pufferlager reinströme und dann über ein MK3-Band, weil wenn der Zug da ist, dann staut sich das Ganze ja dann hier nach oben gefördert wird. Genau. Und so funktioniert das Ganze dann auch. Fährt bloß nur der Zug, der das Eisenerz dann letztendlich abholt. Vielleicht, ich weiß nicht, soll ich den Splitter vielleicht ein bisschen mittiger reinstellen? Da hier oder? Bisschen weiter links. Sekunde, jetzt machen wir schnell. Das ein bisschen versetzen dahin. Genau, hier MK2, zack. Ja, das schaut schon. Ja, schaut schon besser aus, würde ich sagen. Genau, dann wird das hier blau und blau, ganz genau. Im Untergrund natürlich genauso. Und das mal weg. Dann das scheint richtige Höhe, haben wir das da, genau. Einfach hier so rüber, passt schon soweit. Das ist auch blau. Genau, und jetzt haben wir quasi simuliert, wenn der Zug hier andockt, dass sich alles hier zurückstaut. Okay, viel war es ja nicht. Viel war es wirklich nicht. Eigentlich müsste ich jetzt hier zwei MK3-Bänder machen. Also hier zwei MK2, das wären 240 Einheiten. Das Förderband MK3 liefert eben 270 Einheiten, also 30 Einheiten mehr. Deswegen stockt es da so ein bisschen. Aber das sieht man, ist 0, nix, wird abgebaut. Der kleine Rückstau. Das passt schon so, würde ich sagen. Das passt schon so. Denn letztendlich holt der Zug hier 115,5 Einheiten Eisenerz ab, was eigentlich so gut wie gar nichts ist. Also ich hab schon mit größeren Mengen gearbeitet, wo ich zwei, drei Miner gebraucht habe. Siehe hier, diese Anlage hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Eisenerz ich hier verbraucht habe. Katerium, Kupferbarren, Kupfererz. Ja. Und das sind die 115,5 Einheiten
Peanuts. Halt, hier könnte man auch ein Geländer machen, sich gerade. Zack, einmal und zack, zweimal. Halt. Genau. Schon kann nichts mehr passieren. Sehr schön. Den Miner kann ich dann x-beliebig erweitern. Dann wieder der Zug muss ein bisschen mehr transportieren. Dann kann ich sagen, okay, er soll dann, weiß ich, die volle Menge holen. Aber mit 49% wäre ich 117 erhalten auch aus. Genau. Sehr gut. Jetzt schaue ich das Ganze ein bisschen. Eins, 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 eins. Warum ist es so? Kurz erwarten. Okay, passt doch. Sehr gut, sehr gut. Genau so. Hoppla, ein kleiner Stolperer drin. Aber so an sich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Also der Zug wird dann demnächst hier andocken, sein Eisenerz abholen, beziehungsweise der andere Zug von der anderen Bahnstation. Das war, was war das für ein Zug? 31. Genau, der hat auch schon seine Zieladresse. Ist so drauf irgendwie so. Genau, dann mal. Ah, halt, hier sind wir, genau. Und dann startet es hier unten? Nee. Genau, von hier unten fährt es hier rauf. Eine umgedrehte Reihenfolge, aber egal, egal, passt schon. Genau, dann würde man sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann weiter mit der letzten Bahnstation, die eben noch fehlt. Und zwar, das ist die Bahnstation für Aluminiumbarren. Da weiß ich selbst noch nicht genau, wo ich die hinbei und wie ich das Ganze mache. Aber egal, das sehen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut. Bis dann. Ciao.